Du spielst mit dem Gedanken, eine Immobilie hier in den USA zu kaufen, zum selber bewohnen, als Ferienhaus oder als Investitionsobjekt? In diesem Video zeige ich dir meine Top 3 Immobiliengutachten, die du von einem Profi vor dem Kauf einer Immobilie erstellen lassen solltest. Let's get into it! Willkommen bei der Lücke Show. Auf meinem Kanal zeige ich dir, wie du hier in den USA in Immobilien investieren und damit noch richtige Renditen erzielen kannst. Ich lebe und investiere selbst hier in Philadelphia an der Ostküste der USA. Gemeinsam mit und für Partner kaufen und entwickeln wir Objekte und verwalten diese auch. In meinen Videos auf diesem Kanal kannst du live am Investorengeschehen teilnehmen und du siehst, wie der Immobilienmarkt hier in den USA tickt und wie man hier Objekte kaufen kann. Anhand verschiedener Praxisbeispiele und Projekte mit Namen wie Charlie Harper, Purple Rain oder Grey Goose siehst du, wie hier Objekte gekauft und entwickelt werden können. Die Links zu diesen Videos und den Playlists dazu setze ich dir unter das Video. Ganz gleich, ob du für dich selbst oder als Investor hier Objekte erwerben möchtest. Eine der wichtigsten Komponenten beim Hauskauf sind die Immobiliengutachten. Diese Gutachten werden hier in den USA von sogenannten Inspektoren erstellt. Die sind vergleichbar mit vereidigten Gutachtern, Immobiliengutachtern in Europa. Aber schauen wir uns die meiner Meinung nach drei wichtigsten Immobiliengutachten an. Oh, by the way, wenn dir das Video gefällt, lass mir einfach ein Like da. Top 1, die Home und Property Inspection. Das ist die ganz normale Hausinspektion. Da wird ein Gutachter nach einem Home Inspection Law entsprechend vorgeschrieben durchs Haus gehen und das Haus von oben nach unten, von außen nach innen begutachten. Ich habe mehrere Hausinspektionen mit der Kamera begleitet und die Links dazu setze ich dir auch in die Beschreibung dieses Videos. Die Begutachtung eines Einfamilienhauses kann innerhalb weniger Stunden abgeschlossen sein. Bei einem Mehrfamilienhaus dauert es eben entsprechend länger. Ich gehe generell persönlich gerne mit dem Gutachter durch die Objekte, je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe, weil erstens lernt man mehr über das Objekt kennen, zweitens lernt man immer was dazu und drittens ist es eine spannende Sache, da tiefere Einblicke zu gewinnen. Zu den Kosten. Die Kosten variieren. Wie gesagt, ein Einfamilienhaus wird um die $300 kosten, Mehrfamilienhaus eben entsprechend mehr, also 300 bis $700 für ein bis drei Apartments sollte man da schon einrechnen. Top 2, die Radoninspektion. Auf der Website der EPA, der Umweltbehörde hier in den USA, findest du auch eine interaktive Karte, wo man deutlich sieht, in welchen Regionen hier in Amerika die Konzentrationen vom Radon, also dem natürlich vorkommenden Gas in der Erde, am höchsten sind. Das sehen wir hier, das ist die Karte und die sieht eigentlich ganz spannend aus. Den Link zu dieser Karte setze ich dir auch unter das Video. Wie läuft so eine Radonmessung ab? Dabei wird an einem zentralen Punkt im Keller ein Radonmessgerät abgestellt und das misst über 2 bis 5 Tage eben die Konzentration von Radongas im Haus. Und da macht es halt Sinn, dass das Haus unbewohnt ist, weil Öffnen und Schließen von Türen zum Beispiel oder Bewegung im Haus verfälscht die Konzentration des Radongases im Keller. Wie gesagt, von der Dauer her 3 bis 5 Tage und von den Kosten her ist so eine Radonmessung ungefähr bei $140 einzuordnen. Top 3, die Termiteninspektion. Termiten sind in Europa kein großes Thema, hier in den USA hingegen schon. Da viele Häuser aus Holz gebaut sind, ist das ein Buffet für Termiten und Termiten können einem regelrecht das Haus unter dem Hintern wegfressen. Ein Video zur Holzbauweise hier in den USA verlinke ich dir hier rechts oben, beziehungsweise den Link findest du auch unter diesem Video. Wie läuft so eine Termiteninspektion ab? Es werden sichtbare Balken und Treppen zum Beispiel auf Befall hin untersucht. Und wenn da so kleine Löcher drin vorkommen, dann ist das ein Indikator, dass da entweder eine Termitenbehandlung stattgefunden hat oder aktiver Befall ist, aber das variiert je nachdem, was der Inspektor dann sagt. Bei Befall muss natürlich sofort reagiert werden, aber was man zum Beispiel nicht machen kann, ist eine Wand aufbohren und gucken, ob da Termitenbefall ist, weil zum Zeitpunkt der Inspektion in den meisten Fällen gehört einem das Haus nicht, das heißt, da bohrt man auch nichts an. Mit anderen Worten, man kann nur das begutachten, was man auch sieht, also freigelegte Balken, Treppen und ähnliches, das kann man begutachten, aber hinter die Wände kann der Inspektor auch nicht gucken und eben auch nicht anbohren. Von daher ist das immer noch ein Risiko. Die Inspektion macht der Inspektor gleich mit bei der normalen Hausinspektion, wenn man das halt bestellt. Andernfalls ignoriert er die Balken. Von den Kosten her hält sich's im Rahmen, also ca. $80 muss man für eine Termiteninspektion rechnen. Diese drei Inspektionen sind die Top 3, weil sie am häufigsten vorkommen. Es gibt natürlich auch weitere Inspektionen wie eine Strukturanalyse, also statisch. Gibt es Probleme mit der Statik? Sind irgendwelche Risse im Fundament? Dann ruft man einen Structural Engineer und der schaut sich das Ganze nochmal von der statischen Seite an. Oder sind die Deeds in Ordnung? Also Deeds in dem Fall sind die Grundbucheinträge und die Eigentumsverhältnisse. Das kann man inspizieren lassen. Also inspizieren heißt, da gibt es eine Nachforschung bei Gericht.
eine Wasser- und Abwasseranalyse. Das ist wichtig, wenn man auf dem Grundstück einen eigenen Brunnen hat. Dann ist natürlich die Wasserqualität, die Trinkwasserqualität, die muss gewährleistet sein. Das kann man untersuchen. Funktioniert das Filtersystem auf dem Grundstück? Das kann man untersuchen. Also es gibt für jeden Bereich Inspektionen, aber die häufigsten drei sind, wie gesagt, die Hausinspektion, die Radoninspektion und die Termiteninspektion. Das sind die wichtigsten. Braucht man alle Inspektionen? Muss man die durchführen lassen? Nein. Finanziert man mit einer Bank, erwarten in den meisten Fällen die Banken, dass ein Report vorgelegt wird, dass ein Inspektionsreport, eine Auswertung vorgelegt wird, dann ist es verpflichtend. Diese drei Gutachten, meine Top 3, die empfehle ich jedem, der ein Haus hier für den Eigengebrauch kauft. Je nach Gemeinde und Region kann es natürlich noch sein, dass die Stadt verschiedene Vorgaben macht. In Philadelphia wurden bis in die 70er Jahre hinein Bleifarben verwendet. Diese muss man jetzt inspizieren lassen und falls sie verwendet wurde und noch im Haus ist, muss sie entfernt werden. Das ist eine sogenannte Lead-Based Paint Inspection. Wenn du hier in Amerika investieren möchtest und dir beispielsweise ein günstiges Abrisshaus, eine sogenannte Shell, kaufen möchtest, dann kannst du dir solche Inspektionen natürlich sparen. Wie du auf diesem Bild siehst, ist ganz klar, was an diesem Haus kaputt ist, nämlich alles. Das heißt, hier muss einmal alles gemacht werden und da brauchst du auch nicht vor dem Kauf von so einem Objekt mit einem Inspektor da reingehen und unnötig Kosten verursachen. Hier kannst du mit dem bloßen Auge und gesunden Menschenverstand sehen, das Dach ist kaputt, die Wand ist kaputt, das Abwasser stimmt nicht. Das heißt, hier ist die Menükarte, einmal alles auswählen bitte. Und deswegen braucht man auch keine Inspektion. Wenn du hier investierst, Cash bezahlst, ohne Bankfinanzierung, braucht es auch natürlich keine Inspektion. Das, wie gesagt, nur für Leute, die für den Eigengebrauch oder als Ferienwohnung beispielsweise was vermieten wollen, die sollten Inspektion haben. Das ist auch später im Versicherungsfall notwendig, wenn dann der Mieter sagt, das war unsicher und ihr sagen könnt, okay, ich habe hier aber einen Inspektionsreport, der sagt, das war sicher. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest was mitnehmen und es stellt für dich einen Mehrwert dar. Wenn das so ist, dann lass mir bitte ein Like da und teile das Video mit jemandem, der sich auch für US-Immobilien und Investieren in Amerika interessieren könnte. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.